So, Thema Gegenwahrscheinlichkeit. Ja, es ist oftmals einfacher, die Wahrscheinlichkeit von einem bestimmten Ereignis über dessen Gegenwahrscheinlichkeit zu bestimmen. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses. Ja, es gilt nämlich für die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis, die ist das gleiche wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit von dem Gegenereignis zu diesem Ereignis. Ja? Und oftmals ist es einfacher, wenn zum Beispiel das Gegenereignis jetzt hier in so einem Baumdiagramm weniger Pfade beinhaltet, die man zusammenrechnen muss. Ja? Dann ist es einfach effizienter, über diesen Weg die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, bevor man hier dann, was weiß ich, mehrere Pfade dann machen muss, wenn es hier eigentlich einfacher und schneller geht. Ja? Wir machen das mal an einem Beispiel fest. Und zwar haben wir hier ein Beispiel: aus einer Urne mit 6 roten und 4 schwarzen Kugeln, ja, werden zufällig 3 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Ja? Ohne Zurücklegen. Das ist jetzt gleich ganz wichtig für unser Baumdiagramm. Frage ist jetzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist mindestens eine Kugel rot? Wir möchten jetzt erstmal das Baumdiagramm bestücken. Ja? Wir starten und wie viele Strecken, wie viele Ergebnisse haben wir erstmal, die wir aus so einer Urne rausholen können? Naja, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir ziehen eine rote oder eine schwarze raus. Deswegen gibt es hier 2 Möglichkeiten. Ja? Einmal rot, einmal schwarz. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit in der ersten Stufe, ne, wir haben ja insgesamt 3 Stufen, weil 3 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen werden. In der ersten Stufe, was ist die Wahrscheinlichkeit hierfür, dass wir eine rote Kugel aus dieser Urne mit 10, insgesamt sind es ja 10 rote Kugeln, ne, 10 Kugeln, nicht rote, ne, mit 6 roten plus 4 schwarzen Kugeln. Das heißt, am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine rote Kugel ziehen, 6 Zehntel, ja, weil 6 rote von 10 Kugeln insgesamt, dementsprechend 6 Zehntel. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit in unserer ersten Stufe und in unserem ersten Zug sozusagen aus der Urne, dann, dass wir eine schwarze Kugel ziehen, weil 4 schwarze Kugeln am Anfang enthalten sind, von 10 Kugeln 4 Zehntel. So, jetzt befinden wir uns in der zweiten Stufe. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn wir als erstes eine rote Kugel gezogen haben? Ja, dann bleibt ja diese Kugel draußen. Die wird nicht wieder reingelegt in die Urne. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Kugel weniger in der Urne ist. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr in der Aufgabenstellung immer wach seid, ja, und wenn da ohne Zurücklegen steht, dann wird die Kugel halt nicht wieder reingelegt in die Urne, sondern die bleibt dann draußen und dann sind nur noch 9 Kugeln drin. Und das ist jetzt wichtig hier für die nächste Wahrscheinlichkeit. Was ist denn nämlich dann die Wahrscheinlichkeit, hier nochmal eine rote Kugel zu ziehen? Naja, ich habe am Anfang von den 10 Kugeln eine rote gezogen in der ersten Stufe. Das heißt, es sind nur noch 9 Kugeln drin und eine rote weniger, weil eine ist ja draußen, also 5 Neuntel ist dann die Wahrscheinlichkeit. Ja? Es sind ja noch 5 rote Kugeln drin, nachdem eine gezogen wird. Und insgesamt dann noch 9, weil wir ohne Zurücklegen das Ganze machen. Ja, wie viele schwarze Kugeln? Was ist die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen? Naja, wir haben am Anfang eine rote gezogen. Das heißt, es sind noch alle 4 schwarzen in unserer Urne drin. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen, ist hier in der zweiten Stufe dann 4 Neuntel. Was ist hier die Wahrscheinlichkeit, nochmal eine rote Kugel zu ziehen? In der dritten Stufe, naja, wir legen ja nicht zurück. Das heißt, es ist wieder eine Kugel raus aus dem Spiel. Das heißt, wir haben nur noch 8 Kugeln. Wir haben wieder eine rote gezogen. Das heißt, aus den 5 roten sind jetzt nur noch 4 geworden. Deswegen ist jetzt die Wahrscheinlichkeit 4 Achtel. Und schwarz, ja, ist immer noch gleich geblieben, weil wir keine schwarze gezogen haben. Also auch 4 Achtel. So, dementsprechend füllen wir hier auf. Wenn wir erst eine rote ziehen, dann eine schwarze, ohne zurücklegen, was die Wahrscheinlichkeit, dann wieder eine rote zu ziehen? Naja, eine rote ist draußen, das heißt, noch 5 sind drin von den 6. Das heißt, 5 Achtel. Ja. Was ist die Wahrscheinlichkeit, hier nochmal eine schwarze zu ziehen? Naja, wir haben eine rote gezogen, eine schwarze. Das heißt, es sind noch 5 rote und 3 schwarze Kugeln drin. Deshalb ist dann die Wahrscheinlichkeit 3 Achtel. Hier erst schwarz, dann rot ist, wir ziehen erst eine schwarze, naja, dann sind noch die 6
roten drin, deswegen ist die dann hier 6 Neuntel. Hier ist es dann 3 Neuntel. Ja, ihr könnt jetzt auch immer gucken, es muss ja immer zusammen 1 ergeben. 6 Neuntel plus 3 Neuntel sind 1. Dementsprechend machen wir das jetzt hier mal schnell. Ja, wir ziehen erst eine schwarze, dann eine rote. Das heißt, es sind noch 5 rote drin, noch 3 schwarze. Dann ist nochmal eine rote zu ziehen, die Wahrscheinlichkeit 5 Achtel. Und dementsprechend nochmal eine schwarze zu ziehen, 3 Achtel. Und hier zweimal schwarz, dann rot ist dann, naja, 2 schwarze sind draußen. Das heißt, wir haben noch 2 schwarze drin, noch 5, noch 6 rote drin. Ne? Es sind ja noch alle drin, noch keine rote gezogen, deshalb 6 Achtel. Und hier müssen es dann 2 Achtel sein. 6 Achtel plus 2 Achtel sind 1. So, Baumdiagramm bestückt. Ja, wir haben unser Werkzeug, um zu arbeiten. So, die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist mindestens eine Kugel rot? Ja? Und mindestens ist in diesem Zusammenhang oft so ein Keyword, dass man mal überlegt oder auch höchstens, am besten ihr überlegt es immer, ja, ob es über die Gegenwahrscheinlichkeit einfacher ist, die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis zu berechnen. Ja, wir überlegen das jetzt mal. Naja, die Wahrscheinlichkeit von, was ist das Ereignis, mindestens eine Rot, nenne ich es jetzt mal. Naja, welche Pfade würde denn jetzt dieses Ereignis mindestens eine Rote beinhalten? Hier haben wir 3 Rote gezogen, mindestens eine Rot, okay, der Pfad ist schon mal drin. 2 Rote, 1 Schwarz, mindestens eine Rot. Der Pfad ist auch drin, weil wir hier 2 Rote ziehen. Wir sehen also, es sind hier alle Pfade drin, außer dieser hier hinten. Nämlich, wenn wir nur schwarze Kugeln ziehen. Und das ist nämlich genau das Gegenereignis zu, dass wir mindestens eine Rote ziehen, ist dementsprechend, dass wir nur schwarze ziehen. Ja? Das ist der einzige Pfad hier, der blau markierte Pfad ist der einzige Pfad, in dem keine rote Kugel gezogen wird. Ja? Und das ist, stellt dann dieses Gegenereignis zu dem Ereignis dar, dass mindestens eine rote Kugel gezogen wird. Das heißt, das Gegenereignis hier ist von diesem Ereignis, dass wir alle Kugeln schwarz, nenne ich es jetzt. So, und jetzt sehen wir, hier müssen wir nur einen Pfad berechnen für diese Wahrscheinlichkeit. Ja, nur diesen blau markierten Pfad. Und wie wir den berechnen, die erste Pfadregel gibt uns da die Anweisung. Und zwar muss man ja die einzelnen Verbindungsstrecken miteinander multiplizieren. Das heißt, wir schreiben dann hier auf, 1 ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass alle Kugeln schwarz sind, 4 Zehntel mal 3 Neuntel mal 2 Achtel. 4 Zehntel mal 3 Neuntel mal 2 Achtel ist gleich. Ja, ihr könnt es hier auch von mir aus schon kürzen, wenn ihr das besser findet. Aber so ist es natürlich anschaulicher, ja, weil ohne zurücklegen, dann wisst ihr immer, ah, hier sind noch 10 Kugeln drin, hier noch 9 und hier noch 8. Deswegen ist das so, finde ich, ein bisschen übersichtlicher. Ja, den Tipp habe ich auch von einem renommierten Mathelehrer bekommen. Und die haben ja in der Regel immer gute Tipps. So, 4 Zehntel, ja komm, wir kürzen mal. Also 4 Zehntel sind durch 2 sind 2 Fünftel mal 3 Neuntel gekürzt sind 1 Drittel und 2 Achtel gekürzt sind 1 Viertel. Und dann steht da 1 minus 2 mal 1 mal 1 ist 2, 5 mal 3 mal 4 sind 15 mal 4 sind, stimmt das hier mit den 4 Zehntel? Ja, 15 mal 4 sind 60. Das heißt, das ist 1 minus 1 Dreißigstel und 1 minus 1 Dreißigstel sind dann 29 Dreißigstel. Was das dann für eine Dezimalzahl ist, das kriegt ihr selber hin, einfach im Taschenrechner eingeben und dann habt ihr das Ergebnis.